Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Diablo 4 Video und heute möchte ich euch den wahrscheinlich effizientesten Loot Farm im Spiel zeigen und zwar auf allen Weltstufen. Also egal, ob ihr gerade mit dem Spiel anfangt oder ob ihr schon in Weltstufe 4 seid, hier gibt es einfach den meisten Loot in der kürzesten Zeit. Also einfach Public Events spielen und zwar andauernd. Wenn ihr die ganze Zeit wieder zurücksetzt und ich zeige euch gleich, wie das funktioniert, dann könnt ihr eigentlich ein Public Event alle eine Minute bis anderthalb Minuten, allerhöchstens alle zwei Minuten abschließen, je nachdem, wie hoch eure Weltstufe ist und wie gut euer Bild ist natürlich, aber auch abhängig davon, welches Event ihr spielt. Bei den meisten ist es eigentlich kein Problem, die innerhalb einer Minute maximal abzuschließen. Das jetzt hier dauert, glaube ich, eine Minute 15, bis der Timer abläuft. Dann nochmal allerhöchstens 10 Sekunden, bis der Boss liegt und dann ist das Ganze auch schon beendet. Und am Ende gibt es dann eben immer eine Lootkiste, die gefüllt ist mit ein paar netten Goodies. Zum einen bekommt ihr Crafting-Materialien, zum anderen bekommt ihr einen Haufen Edelsteine, die natürlich auch gut zu gebrauchen sind. Aber sehr wichtig ist zum einen der seltene Loot, den ihr eigentlich immer bekommt, aber auch die ziemlich häufigen Legendaries, die aus der Kiste droppen können. Also hier habt ihr eigentlich immer eine gute Ansammlung an Legendaries, die eigentlich relativ regelmäßig droppen. Und nicht zu verachten sind natürlich am Ende auch die Obolusse. Und die Obolusse könnt ihr dann auch am Ende noch eintauschen für weiteren Loot, meistens seltenen, aber hier und da eben auch weiteren legendären Loot. Also definitiv einiges an Zeug, was ihr hier abstauben könnt. Also schauen wir uns doch gleich mal hier den Loot an, der jetzt aus der Kiste droppt. Wie ihr sehen könnt, haben wir gleich hier einen heiligen Ring bekommen. 67 Obolusse auf Weltstufe 4. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem auf welcher Weltstufe ihr seid. Aber ihr bekommt immer welche. Meine 1 und 2 sind 35, wenn mich nicht alles täuscht. Sofern ihr das Event natürlich erfolgreich abschließt. Also mit dem Bonus. Und was ihr dann eigentlich nur macht, ist das Spiel verlassen, also zurück zum Charakterbildschirm zu gehen, so wie ich das hier tue, und dann einfach direkt wieder einzuloggen. Das dauert ein paar Sekunden, bis ihr wieder drin seid, aber sobald ihr wieder reingekommen seid, ist die Chance da, dass das Event wieder zurückgesetzt ist und ihr es direkt von vorne spielen könnt. Ich zeige euch auch gleich, was ist, wenn das nicht der Fall sein sollte, aber in der Regel ist das Event direkt beim nächsten Mal wieder da. Manchmal müsst ihr zwei, dreimal neu einloggen, bis das Event dann wieder da ist. Also einfach nochmal zurück zum Charakterbildschirm und dann nochmal einloggen. Und auch dann habt ihr die Chance, wieder auf einen neuen Server zu kommen und in eine neue Instanz geworfen zu werden, um so dann auch wieder die Chance zu haben, einfach wieder in ein Event geschmissen zu werden. Manchmal ist auch der Fall, dass dieses Event schon bereits läuft und jemand anderes da ist, der das fast abgeschlossen hat. Und dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, einfach direkt noch die letzten paar Schläge mitzumachen und so noch viel schneller die Belohnungen abzugreifen. Aber wie ihr sehen könnt, ist hier das Event direkt wieder gestartet worden beim zweiten Versuch. Also gar nicht mal so dramatisch. Und jetzt beginnt das Ganze wieder von vorne. Eine Minute 15, bis der Timer runtergelaufen ist. Und dann noch den Boss killen. Und dann seid ihr eigentlich schon wieder bei eurem Loot und habt erneut die Chance auf ein weiteres Legendary. Also hier ist die Drop Rate extrem hoch und das ist eigentlich nicht abhängig von eurer Weltstufe, allerhöchstens von eurem Level. Also in den ganz niedrigen Leveln bei der Kampagne kann es natürlich sein, dass die Drop Rate für die Legendaries einfach nicht ganz so hoch ist, aber so ab Level 25, 30 rum ist es hier eine sehr, sehr gute Methode, um Legendaries zu farmen. Und auch davor bekommt ihr schon einen Haufen Loot und einen Haufen Crafting-Materialien und einen Haufen Zeug, das ihr zerlegen könnt. Und eben auch die Obolusse, die ihr dann beim Händler der Kuriositäten eintauschen könnt. Aber auch das zeige ich euch gleich nochmal. Was ich immer mache, um ein Event zu finden, ist, ich starte in Kyovashad und dann reite ich erstmal Richtung Nordwesten aus der Stadt raus. Denn dort ist das, das eigentlich am nächsten zur Stadt ist. Und da gucke ich immer direkt als erstes. So, hier wäre das auch direkt. Also hier könnten wir gleich ins Event reinstarten. Und es ist auch noch das beste Event, das es so gibt, finde ich. Also das geht eigentlich am schnellsten. Ich bin hier jetzt zwar auf Weltstufe 4, also
Das könnte hier dann schon auch ein bisschen länger dauern, einfach weil die Gegner ein bisschen tankier werden, so ab der zweiten, dritten Welle. Prinzipiell geht das aber trotzdem ziemlich schnell, das Event. Also auch hier habt ihr wieder einen Timer, der, ich glaube, wieder 1,15 geht oder so. Und danach muss das Event eigentlich abgeschlossen sein, damit ihr hier die Meisterschaft für das Event bekommt. Also schnetzelt hier einfach durch mit eurem Build und dann schließt ihr das Ganze eigentlich ziemlich fix ab. So, einfach innerhalb der Kreise alles töten, damit hier die Säulen gefüttert werden mit dem Blut eurer Gegner und am Ende noch einmal den Boss töten. Und damit ist dann auch das Event abgeschlossen. Und das war's. Also ihr seht, das dauert hier nicht mal eine Minute und schon habt ihr wieder die Chance auf ein Legendary und einen Haufen Stuff noch dazu. Also einen Haufen Edelsteine, einen Haufen seltene Items und natürlich die ganzen wichtigen Crafting-Materialien und die Obolusse, bei denen ich gerade schon am Maximum bin. So, auch hier könnte ich jetzt wieder einfach ausloggen und wieder neu reinladen. Wenn aber jetzt nach zwei, dreimal kein Event hier stattfinden sollte, gehe ich einfach andere Event-Spots ab. Und um Kyovashad herum habt ihr fünf, die eigentlich ziemlich nah sind. Zum einen ist es der hier oben, also hier ist Kyovashad. Dann haben wir den hier oben. Dann gibt es hier drüben ein Event. Dann gibt es, wenn ihr hier aus der Stadt rausreitet, hier drüben noch ein Event. Also das wäre dann praktisch aus dem Westen rausreiten. Dann haben wir hier aus dem Süden rausreiten eben das Event. Dann gibt es noch hier ein Event. Und jetzt, wo gerade die Daily ist, habt ihr auch hier noch ein Event. Also das sind fünf Events, die in der Nähe von Kyovashad sind. Alternativ, wenn ich da nichts finde, was ganz, ganz selten vorkommt, gehe ich auch gerne mal nach Menestad, denn auch dort habt ihr direkt um die Ecke ein Event, also einfach Richtung Norden aus der Stadt rausreisen. Sprich, einfach mal kurz rüber nach Menestad, auf euer Pferd schwingen und kurz nach oben reiten. Und dann ist da eigentlich auch meistens ein Event. Auch da wieder genau dasselbe Spielchen, wenn kein Star ist, einfach neu reinladen. Aber ihr seht, auch hier ist das Event da und das ist auch noch ein ziemlich cooles. Also da gibt es eben auch wieder einen Haufen Möglichkeiten, das Ganze schnell abzuschließen. Einfach hier füttern mit den Seelen und dann warten, bis ein paar Mobs gespawnt sind. Die machen wir weg, Seelen einsammeln, dann spawnt die nächste Welle und jetzt kommen immer mehr. Und was ich mache, ist, ich töte einfach einen Haufen, gibt schön XP und dann am Ende laufe ich einmal durch, kurz bevor die Zeit abgelaufen ist und sammle die ganzen Seelen ein. Das könnt ihr entweder so machen oder ihr schließt es halt einfach schneller ab, indem ihr einfach früher die ganzen Seelen einsammeln geht. Also das dürfte jetzt schon reichen, um das Event eigentlich abzuschließen. Dadurch werden alle Gegner despawned und der Boss kommt. So, den klatscht ihr noch um und dann ist das Thema auch schon erledigt. Also das geht richtig, richtig fix hier. Und auch hier eben wieder, wie immer, die Chance auf alle möglichen Items. Und ja, rinse and repeat. Das ist eigentlich alles, was ihr zu den Public Events wissen müsst. Und hier bekommt ihr Loot satt, um entweder Gold aufzufüllen, Crafting-Materialien aufzufüllen, eure legendären Aspekte zu farmen oder eben dann auch noch den Händler der Kuriositäten zu bedienen. Und den schauen wir uns jetzt an, da ich ja eben auch schon wieder am Cap bin. Also einmal kurz in die Hauptstadt, denn in der Hauptstadt findet ihr immer den Händler der Kuriositäten, egal in welchem Bereich ihr euch befindet. Also in Kyovashad geht es einfach hier nach unten. Und da seht ihr ihn schon, den Sack mit dem Fragezeichen drauf auf der Map, auf der Minimap. Und genau da wollen wir hin. Und hier könnt ihr praktisch um Items gamblen oder spielen. Wenn ihr in den höheren Weltstufen seid, können das auch heilige Items sein, also random heilige Items. Das wechselt immer mal durch. Und hier könnt ihr euch aussuchen, was ihr praktisch haben wollt. Ich glaube, ich werde mich diesmal für einen Beinschutz entscheiden. Also hauen wir hier einfach mal alles voll mit Beinschutz. So, ein bisschen was haben wir bekommen. Ja, da könnte was dabei sein. Schauen wir mal durch einfach im Laufe der Zeit. Ein paar habe ich auch noch. Die könnte ich jetzt, wenn ich mein Inventar wieder leer mache, natürlich noch mit anderen Sachen voll machen. Aber so habe ich zumindest jetzt schon mal wieder Platz für weitere Obolusse. Und das war es auch schon zu den Public Events und dem Loot Farm. Ich denke, das ist das Effizienteste, was ihr aktuell machen könnt. Ja, es gibt Dungeons, die ihr farmen könnt. Und ja, die Open World ist auch sehr lukrativ. Aber wenn es wirklich schnell und effizient sein soll, schlägt einfach nichts die Public Events. Insofern wünsche ich euch viel Spaß und viel Glück
Und guten Loot auf jeden Fall. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Haut gerne einen Daumen nach oben raus und bleibt auch mit einem Abo auf dem Kanal mit dabei für noch mehr Tipps und Tricks rund um Diablo 4. Wenn ihr Lust habt, den Kanal zu unterstützen, dann schaut auch gerne bei meinem Partner Instant Gaming vorbei für die besten Preise für Guthabenkarten für euren jeweiligen Store. Falls ihr euch demnächst mal irgendwas Schönes Kosmetisches hier in Diablo kaufen wollt, findet ihr auch dafür Guthabenkarten und könnt mich dabei noch ein bisschen unterstützen. Vielen lieben Dank dafür schon mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.